Amel, wie ist das denn, eine intime künstliche Intelligenz zu spielen? Das ist sehr interessant tatsächlich, weil ich extrem viele Fähigkeiten habe, die ich persönlich, Amel, nicht benutze. Ich kann mit unglaublich vielen Stimmen sprechen. Okay, und was noch? Ich besitze keinerlei Charme. Ich bin eigentlich die Welt. Ich bin sein Kühlschrank, ich bin sein Toaster, ich bin sein Radio, ich bin seine Apotheke. Ist es dann besser als ein Mensch zu sein? Nee. Warum nicht? Sagen wir so, es macht vor allen Dingen spielerisch Spaß, diese Welt auszuprobieren, weil sie ist komplett abgekoppelt vom Gefühl. Was in der Realität, glaube ich, extrem frustrierend, langweilig, traurig, einsam wäre. Ist auf jeden Fall auch eine Frage des Stücks, oder? Also, wie viel Bewusstsein ist da, wie viel eigene Entscheidungsstärke, woher kommt die? Kommt die durch die Konfiguration oder durch einen eigenen Willen, der sich da entwickelt hat, durch ein eigenes Bewusstsein, das sich nach und nach aus diesen Konfigurationen ergibt oder nicht? Oder bleibt das immer im Rahmen des festgelegten Settings von Peter und der ursprünglichen Festplatte sozusagen? Ist das die ursprüngliche Programmierung, die sich auch frei macht, weil sie besser wird, weil sie idealer wird, weil sie zu dir wird? Oder ist da etwas, was sich das selbst greift und weiterentwickelt? Ich habe so gemerkt über den Probenzeitraum, dass am Anfang das total toll war, dass man auf den Knopf drückt und es ist so da. Und dass das auch sehr verleitend ist, weil man denkt wirklich, nee, jetzt möchte ich entspannen, also entspannen, jetzt möchte ich streiten, also wird gestritten. Aber dass man als Mensch einfach, also ich für mich auf jeden Fall nicht in diesen Ergebnissen lebe. Also man lebt nicht im Streit oder in der Entspannung, sondern man lebt im Prozess dahin. Und das ist echt interessant, dass das einfach nicht mehr wirklich stattfindet. Und da merke ich so ganz klar, was der Reiz auch ist am Menschsein oder eben nicht mit einer Maschine sich auseinandersetzen wollen, dass der Prozess des Scheiterns oder der Prozess des Liebefindens, der Nichtverfügbarkeit, der eigentlich viel interessanter ist das Ergebnis, die Verfügbarkeit, so. Also ich schaffe einen Narzissten. Vielleicht ist da auch schon viel Narzissmus angelegt, aber ich würde sagen, durch dieses fehlende Gegenstück, durch eine Beziehungslosigkeit, das Fehlen der Notwendigkeit, dass du dich gut verhältst, dass du ein guter Mensch mir gegenüber bist, dass du auch für eine Entwicklung unserer Beziehung sorgen musst oder auch für eine Reflexion in unserer Beziehung sorgen musst, sorgt dafür, dass du immer isolierter wirst in dir, finde ich. Also klar, es ist unsere Vorstellung davon, was passieren würde, wenn man mit einer KI zusammenleben würde. Aber ich glaube schon, dass das merkt man ja jetzt schon bei Instagram oder anderen sozialen Medien, dass daraus eine Isolation und kein natürlicher Prozess in der Beziehungshaftigkeit. Beziehungen verändern sich, werden disconnecteter. Und ich glaube, das ist das im Extremen. Und wohin führt das? Wohin führt ein Verhalten, wenn man in erster Linie nur bestätigt wird und über keine Hürden mehr muss? Dann führt das sicherlich nicht zu einem Ergebnis, wo jemand über sich hinauswächst und eine große Veränderung durchmacht, sondern eher womöglich an sich, also stagniert und vielleicht eben auch an sich scheitert, weil er keine Aufgaben gestellt bekommt, an denen er sich wirklich auseinandersetzen muss, sondern weil das Ergebnis eines Konflikts immer abgeglichen ist mit der Bestätigung zu sich selbst. Hey, aber das ist eine super spannende Frage, weil das ist auf jeden Fall was, was unsere Welt umtreibt, wenn man sich politische Oberhäupter von den größten Ländern dieser Erde anguckt und alles, was gerade so stattfindet, dann haben wir uns entschieden, die größten Narzissten zu den Präsidenten zu wählen und deswegen ist das, glaube ich, ein relativ aktuelles Stück.